Nintendo. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, mit diesem fulminanten Intro zu einem neuen Let's Play. Mein Name ist Lenny und wir spielen Majora's Mask Totally Blind. Es gibt eine kleine Geschichte, während ich hier den Namen eingebe, kann ich die mal erzählen. What the fuck? Okay. Alles okay, so. Oh mein Gott, warum ist das umgekehrt? Ich muss gleich in die Configen, auf jeden Fall. Wie geht's hier zurück? Ach, da unten. Bei mir ist alles verkehrt und falsch eingestellt und überhaupt und deswegen muss ich mich jetzt hier damit behelfen, die Einstellung und den Anfang von diesem Video einfach mal so zu machen. Mein liebstes Spiel für die N64 war Zelda Ocarina of Time. Das Spiel, mit dem ich groß geworden bin. Und ich stand damals mit dem Weihnachtsgeld meiner Omi vom, weiß nicht, ob das war das ein Saturn, ich weiß nicht. Nee, der hieß Schauland. Schauland hieß das. Hatte 40 Mark und stand ganz neu im Regal. Majora's Mask 60 Mark. Ich konnte es nie spielen und weiß nicht, ob sich das bis heute gerecht hat oder ob das gut oder schlecht war. Ich musste nur einen ganz kleinen Schnitt nochmal machen wegen der Config. Bis gleich. So, tut mir leid die Unterbrechung, aber bei mir waren sämtliche Tasten auch schon viel besser. Anders, Options, Stereo, ja komm, geben wir ihm richtig. Set-Targeting Switch und auf Deutsch. Alles gut. Speichern. Und dann starten wir das Spiel. Masken? Ganz kurz, mich hat dieses Spiel immer abgeschreckt, auch später zu spielen, weil ich mir beim Spiel wie Zelda immer gerne Zeit nehme und das ganz lange und langsam und ausführlich mache und mir alles angucke, jede Textur und überhaupt. Und was mich halt sehr abgeschreckt hat, war der Fakt, dass ich gehört habe von anderen, dass es hier auf Zeit geht an manchen Stellen und irgendwie um Zeit geht. Und ich habe keine Ahnung, worum es geht. Start deswegen einfach mal.
Im Lande Hyrule vernimmt man allerorts eine Legende. Die königliche Familie selbst hütet sie wie einen Schatz. Diese Legende erzählt die Geschichte eines Jungen. Eines Jungen, der das Böse besiegte, dem Land den Frieden brachte und so in den Herzen der Menschen für immer seinen Platz fand. Doch eines Tages verließ er das Land, welches ihn selbst zur Legende werden ließ. Warum? Vorbei waren die Kämpfe, welche selbst die Grenzen der Zeit überwanden, so brach er zu einer neuen Reise auf. Er hatte doch Frau, Prinzessin. Leia wollte ich schon sagen, zu einer Reise, die nur auf ihn traf und der kleinen Seele erfahren durfte. Zu einer Suche nach einem geliebten und wertvollen Freund. Als sein heroisches Schicksal erfüllt war und er seinen Platz inmitten der Legenden einnahm, trennten sich ihre Wege. Zelda und Link. Oder Navi. Nein! Nicht ohne Hella! Listen! Darf ich ohne sie spielen, bitte? Sie soll die Goschen halten. Einfach nur die Goschen. Epona! Epona! Du bist so niedlich! Du bist so niedlich! Das Pferd heißt Epona für alle, die nicht Ocarina of Time gespielt haben. Für alle, die nicht Ocarina of Time gespielt haben, schämt euch. Epona! Kleines Eponalein! Ich mag dich! Du bist so süß! Und du bist immer noch hässlich, Link! Danke der Nachfrage. Ist das eine dunkle Navi, eine... Ebona, töte sie! Was bist du denn? Das war gut, ihr Fee. Ich frage mich, ob er wohl etwas von Wert bei sich trägt. Och, dieser Kerl, ich kenne ihn. Nun, das soll mich aber nicht weiter stören. Ich hoffe, ich habe ihm die richtige Stelle gegeben. Das ist so ein, er sah mir so verschroben komisch aus. Ich hätte ihn auch böse und düster gestalten können, aber noch ist er das nicht. Wehe, du fasst Epona an. Mich kannst du ausrauben, aber fass nicht Epona an. Nein. Oh, was für eine... Ah, nee. Okay. Das ist eine andere Stimme. Hä? Was für eine hübsche Ocarina. Hey, Rocket, lass mich auch mal. Ich will sie sehen. Plopp. Das geht nicht, hey. Stell dir nur mal vor, sie fiele dir in den Händen und würde es zerbrechen. Du darfst sie nicht berühren. Auf keinen Fall. Ich weiß jetzt nicht, wer ist. Oh, aber... Oh, meine Schwester, warum hab ich nicht auch? Ich habe eine Axt. Oh, du bekommst jetzt einen Einlauf, Freundchen. Du bekommst jetzt mein Schwert. Kalter Stahl. Kalter Stahl, mein Freund. Nicht Epona. Nicht Epona. Nimm meine Ocarina, aber nicht Epona. Er ist nicht drin! Alter, Link, reiß ihn runter! Schmeiß ihm die Kackmaske vom Kopf und dann, weiß ich nicht, mach irgendwas anderes, aber... Och, Link. Warum kriege ich immer so Hinterbliebene? Zurückgebliebene. Bah. Okay. Das sind wir. Das können wir. Oh, wenn ich das Schwert ziehe, dann fängt es an zu lenken. Rubine nehmen wir natürlich gleich. Okay, damit setzen wir Fokus. Ich muss meine Tastenbelegung gerade noch nachgucken. Rubine nehme ich natürlich. Okay, was haben wir denn? Natürlich hat Link alle seine wertvollen Sachen verloren und weiß keine Melodie mehr.
Ist klar. Ist klar, mein Freund. Aber mal schnell hinterher. Wow, er kann neue Moves. Moves like Mick Jagger. Okay. Okay. Ja, Link ist... Bist du bekloppt? Ein bisschen selbstmordgefährdet bist du schon, oder? Ja. Oh, war ich gelandet. Was bist du, Freundchen? Was ist bloß mit diesem dämlichen Esel los? Er gehört keinem meiner Befehle. So ein blödes Vieh, ich bringe keinen Nutzen. Ich hab dir die Bürde abgenommen, es loszuwerden. Was hast du mit Epona? Was? Wenn du Epona was angetan hast, ich... Ganz ehrlich, ich bring dich um. Warum das traurige Gesicht? Ich dachte, ich könnte ein bisschen mit ihr spielen. Ich sau dir gleich die Seele aus dem Leib. Oh, komm schon, glaubst du, du könntest in dieser Form gegen mich antreten? Na! Saiyajin! Alter Link. Werd erwachsen. Alter, what the... What the... Link, werd ich? Werd ich? Was ist das denn für ein Psycho-Albtraum? Kannst du Epona doch nicht... Nein! Alter, Epona! What the fuck? What the fuck? Was tust du mit Link? Dieses Gesicht sieht dir viel besser, sieht mir viel ähnlicher. Du bleibst nun hier und musst für immer so aussehen. Was ein Arsch, ey. Und vor allen Dingen, das ist so ein Weigerbösewicht. Das ist kein großes, böses Monster. Hey, Schwester! Jetzt sind wir hier allein, Mädchen. Und ich weiß Gott, ich werde nicht nett zu dir sein. Hey, Harukid, warte auf mich, ich bin noch hier. Hey, du kannst doch nämlich nicht fort. So, Bitch. Ich bin ein verkacktes Monster. Du! Wenn du nicht wärst, dann wäre ich nicht von meinem Bruder getrennt worden. Wenn ihr nicht gewesen wärt, wäre ich nicht nennt man. Nun setz hier nicht rum, Deku-Junge, tu etwas. Was starrst du mich so an? Hab ich irgendetwas im Gesicht? Hör auf, mich so anzustarren. Öffne diese blöde Tour. Ganz ehrlich, die alte Navi war mir sogar noch lieber. Die hat mich zwar auch abgefuckt, aber das hier, Bitte, komm schon, ein hilfloses kleines Mädchen, bitte dich. Also beeil dich gefälligst. Ja. Hotel, ich hoffe nur, dass du dem Kleinen nicht zustößt. What the fuck geht mit Link? Na, natürlich. Natürlich weht das Gebüsch weg. Mal ganz im Ernst. Hallo. Öffnen wir die Tür. Aber wie es hier weitergeht, ich weiß, ich bin ein Schwein. Seht ihr es in der nächsten Folge. Lenny, ist over and out.